Deutschland war jahrzehntelang das Hochleistungsland der Welt. Mit nicht mal 1% der Weltbevölkerung erarbeiten wir Deutschen das dritthöchste Sozialprodukt der Erde. Mit 4,2 Billionen Euro das dritthöchste nach Riesenländern USA, China. Das beeindruckt die ganze Welt. Die Leistungskraft reicht von den tausenden Unternehmen des deutschen Mittelstandes bis hin zu weltführenden Konzernen. Siemens, Volkswagen, Bosch, Mercedes. Das war die gigantische Aufbauleistung unserer Väter und Mütter über Generationen mit ehrlicher, harter Arbeit. Wir sind stolz auf diese einmaligen Leistungen in unserer deutschen Geschichte. Doch jetzt haben linksgrüne Ideologen eine existenzielle Krise heraufbeschworen, wie es sie so nirgendwo auf der Welt gibt. Auf ihr Konto gehen. Strom- und Energiepreisexplosion, CO2-Abgaben, Umweltauflagen, Ökoregulierungen, Wohnungsbau und Heizungszwang, Atomausstieg, Verbrennerverbot. Dazu kommen gigantische Steuer- und Abgabenlasten, Sozial- und Bürokratiekosten. All dies sind Kennzeichen einer ökosozialistischen Zwangswirtschaft. Sie erinnern mehr an die Apparate Honeckers und Mielkes als an freiheitliche Marktwirtschaft. Liebe Zuschauer, es freut mich heute besonders, Dr. Bernd Baumann begrüßen zu dürfen. Er ist erster parlamentarischer Geschäftsführer der AfD im Deutschen Bundestag. Dr. Baumann, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Begrüße Sie. Ja, ich habe Ihre Rede, wir haben sie im Vorspann kurz den Zuschauern nochmal zu Gemüte geführt. Darf ich sagen, Bundestag oder ist das mittlerweile ein Tollhaus geworden? Ich bin jetzt 7 Jahre dabei. Es gibt immer wieder Situationen, wo man denkt, du lieber Gott, wenn das die Bürger alle sehen würden, was hier passiert. Aber so ist es halt. Die AfD ist wichtig als Korrektiv, als irgendwie ein Durchbruch zu was Neuem. Und von daher stellen wir uns auf, egal was die anderen machen. Wir setzen uns durch. Sie setzen sich durch, aber die Menschen fragen sich, und wir haben ja nun eine breite Zuhörerschaft, Gottlob, die Menschen fragen sich, Bundestag, was nun? Wie geht es nun weiter? Wie ist Ihre Prognose? Ja, ich denke, der Scholz hat sich jetzt so festgelegt, dass er erst Januar die Vertrauensfrage stellen wird und dass wir dann etwa am 9. März, so ist das, was man so hört, dann die Neuwahlen haben werden. Das heißt, wir haben jetzt ein paar lahme Wochen, Sitzungswochen, wo der Input der Regierung natürlich gering sein wird, denn alle Gesetzesvorlagen, die sie hatte und Anträge, da steht ja überall noch FDP drin. Alles das hat eine Drucksachennummer, das muss jetzt alles irgendwie schnell neu gemacht werden auf diese neue minimierte Regierungskoalition. Und voraussichtlich haben wir noch 6 Sitzungswochen. Also so wie es jetzt geplant ist, noch 4 in diesem Jahr und 2 dann im nächsten. Und dann überlegen wir uns natürlich alles schon, was wir da aufsetzen. Aber von der Regierung wird nicht mehr viel kommen. Das ist natürlich von Scholz, der versucht, mit allem das irgendwie zu verlängern, weil er die Idee hat, von irgendwo kommt noch was, was ihm hilft, wie es bei der letzten Bundestagswahl war, wo er doch die letzten Wochen was gut gemacht hat. Aber dieses Mal wird das nicht gelingen. Das ist völlig sinnlos. Die SPD ist praktisch mit jedem Tag, wo er es verlängert und das Volk wütender darüber wird, ist die SPD auch mehr durch. Aus meiner Sicht beschädigt er die auch noch. Nun ist das eine die Wut, die andere ist die Tatsache, dass wir immer mehr in eine Situation hineinrutschen. Rezessive Art, sprich der Mittelstand, die Industrie, wir erleben das. Wir haben ja selber für verschiedene Unternehmen gebaut. Wir erleben das, die deutsche Industrie investiert nicht mehr oder geht auch weg aus Deutschland. Nun sagen Sie, 15. Januar ist die Vertrauensfrage, wenn sie denn, so wie er sagt, gestellt wird, im März Neuwahlen. Das heißt aber Koalitionsverhandlungen. Wir sind ja mehrere Monate letztlich in einem Zustand der Nichthandlungsfähigkeit. Das ist absolut richtig, das ist absolut wahr. Das ist nochmal ein Nachgang zu dieser rot-grünen Regierung, von der ich ja sage, das jetzt ist jetzt auch wirklich das Ende dieser rot-grünen Epoche. So wie diese Regierung in den Sand gesetzt wurde, mit diesen ganzen Nachwehen, Herr Weber, die Sie gerade skizzieren, diese Nachwehen gehören noch dazu. Das ist nicht nur das Ende dieser Regierung, das ist das Ende der Dominanz dieser linksgrünen Klasse, dieser linksgrünen Gruppe in Deutschland. Mit diesen ganzen Nachwehen, aber dann ist es auch vorbei. Dann wird die Grüne Partei so eine kleine bis mittlere sozusagen Sektiererpartei irgendwie weiterhin sein, mit vielen Anhängern unter Lehrern und Universitäten und so. Aber der Höhepunkt ist vorbei, die Epoche ist jetzt vorbei.
Sie sprechen von einer Epoche, aber kann man von einer Epoche der Elite sprechen, die versucht hat, die veröffentlichte Meinung ist nicht die öffentliche Meinung? Wir erleben das ja immer wieder, dass den Menschen letztlich ihre Meinungsfreiheit, ihre Denkfreiheit genommen wurde. Sonst würde es uns nicht geben als Hallo Meinung. Wir erleben das tagtäglich. Das ist im Grunde, muss man sagen, Pseudo-Elite. Um mal ganz zu erklären, was ist da passiert. Da ist in den 68er Jahren kam ja diese Revoluzzer, diese Gegenbewegung zu dieser Nachkriegsgesellschaft, die die Idee hatten, jetzt muss alles frei werden, wir halten uns an nichts mehr, keine Disziplin, völlige Selbstverwirklichung und so. Und diese Bewegung hat noch zusätzlich, das haben wenige auf dem Schirm, das war die Zeit, in der die Universitäten ausgeweitet wurden. Ich selber, Universität Bochum, die gab es gar nicht. Essen, Duisburg, ist alles neu aufgebaut worden in ganz Deutschland. Die Universitäten sind explodiert zahlenmäßig, aber nicht die naturwissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Fakultäten, sondern in erster Linie, was es vorher so gar nicht gab. Politologen, Soziologen, Sozialpädagogen, die haben sich potenziert. Die haben dann auch die Oberhoheit in diesen Universitäten, die zahlenmäßig explodiert sind, haben die erhalten. Ich erinnere mich noch, wenn ich zur Uni gefahren bin, musste ich unter so einer Brücke durch. Da stand drauf: Buback, Ponto, Schleyer, der nächste ist ein Bayer. Also drei waren ermordet worden von der RAF und der nächste sollte Strauß sein. Das stand da jahrelang, hat keinen gestört. Das heißt, diese Generation von Akademikern, 68 Folge, Explosion der Universitäten, links gewordene Universitäten, Pädagogik, Soziologie und so weiter, die haben neue Akademiker geformt, jedes Jahr Output. Und die haben sozusagen, sind in diese Elite-Position reingekommen. Auch wenn sie Mediziner waren oder Naturwissenschaftler, sind sie von diesem Zeitgeist erfasst worden. Da ist der linksgrüne Zeitgeist grundgelegt worden. Die alten Generationen sind sozusagen weggestorben. Die Dreggers und die Straußens und die Kohls auch in der CDU. Auch die CDU ist plötzlich links geworden. Das ist diese Epoche, die jetzt ans Ende kommt. Wie jede historische Epoche mal ans Ende kommt, ist das jetzt das Ende. Das hat sich gehäutet, ich sage noch mal ganz kurz, am Anfang waren die neomarxistisch, sozusagen Aufstand der Arbeiterklasse, dann ist denen das revolutionäre Subjekt abhandengekommen, die Arbeiterschaft wollte keine Revolution machen und dann haben sie einfach was Neues gesucht. Und das ist diese Identitätspolitik. Die richtige Unterdrückung, das sind die Minderheiten, das sind die People of Color und die Frauen, diese radikale Minderheiten-Identitätspolitik und die Unfreiheit liegt schon in der Sprache. Wir müssen die Sprache verändern. Wir müssen sagen, Bäcker und Bäckerinnen, sonst kommen die Frauen nicht zur Geltung. Und die Migranten, wir müssen Quoten machen und so. Das ist die Ablösung des Marxismus in dieser alten linksgrünen Klasse von 68 her. Inhaltlich hat sich das ein bisschen gewandelt, von Neomarxismus zur neuen Identitätspolitik. Aber das kommt jetzt ans Ende. Der Durchmarsch durch die Generation haben die geschafft, wie Dutschke das gefordert hatte. Sie haben jetzt alles. Alles beherrschen sie. Die Medien, die Parteien, die Lehrerschaft, die Priesterschaft, Universitätsprofessoren. Weiten Teils haben die das Ding in der Hand. Und sie haben begonnen als Hausbesetzer damals langhaarig und mit Kiffer, mit Cannabis und so und sind jetzt praktisch politische Hausbesetzer. Die gehen auch nicht einfach da wieder raus und sagen in ARD und ZDF, ja, jetzt werden wir irgendwie abgewählt, jetzt müssen wir wohl auf den Rückzug gehen oder so. Nein, die großenteils lügen und betrügen und verteidigen sich und wollen da nicht raus. Und man sieht an Donald Trump und Meloni, auch an uns und Le Pen und Wilders, die kommen raus. Weil diese alte Mitte, Sie haben es gesagt, diese alte Mittelklasse, die rebelliert jetzt. Nun sollten uns, wir schauen über einen großen Teich, es lässt sich ja nicht mehr auseinanderdividieren. Das heißt also, das, was wir in den Vereinigten Staaten erlebt haben, für die Medien war der Wunsch der Vater des Gedanken Kopf an Kopf rennen, was es wahrscheinlich nie war, wenn man ausländische oder insbesondere amerikanische Medien verfolgt hat und hat einmal dort die Prognosen oder die Trends verfolgt, dann war das klar. Aber ist es so, dass wir uns ein Beispiel nehmen sollten an dem Selbstbewusstsein, an dem Aufrechtgehen, dass man sagt, wer Trump gewählt hat, sagt das auch in aller Deutlichkeit. Wünschen Sie sich, dass es auch in Deutschland so ist? Denn wir haben ja im Grunde genommen ein Zwei-Parteien-System. Wir haben auf der einen Seite die Parteien, die möchte ich als Kartell bezeichnen, da nehme ich die Medien, da nehme ich Verbände, da nehme ich NGOs, aber leider Gottes auch die Kirchenvertreter mit hinein. Und ich nehme auf der anderen Seite die AfD. Sollten wir wieder aufrechtgehen und mehr Selbstbewusstsein haben, um das zu verkünden? Absolut richtig, da ist Trump ein Vorbild. Das sind soziologisch die gleichen Schichten, die Trump nach vorne bringen, Meloni oder Le Pen oder die AfD oder wie es auch in Österreich läuft. Das ist die alte Mitte. Arbeiter, Facharbeiter, Meister in der Industrie, Handwerker, Polizisten, Krankenschwestern und so, die rebellieren gegen diesen Zeitgeist, gegen diese relativ dünne
linksgrüne Elite, die aber alle Institutionen beherrschen. Das können wir von Trump lernen. Auch Make America Great Again. Wir holen uns sozusagen unser Land zurück und machen es wieder groß. Weil Teil dieser Eliten, diese ganzen Linksgrünen, die haben ja auch ein total schräges Selbstbild von Europa und von den Weißen und von den Deutschen und den Amerikanern. Das sind für die sozusagen Gruppen, die man überwinden muss. Das ist ein weißer Selbsthass. Die nennen das postkoloniale Theorie und postnationale Theorie. Da ist der Weiße, der Europäer, schuld an allen Verbrechen dieser Erde und eben nicht der, der aufgebaut hat, sozusagen die ganze Welt, Technologie, wovon ja auch die Entwicklungsländer heute partizipieren. Wir können ja stolz sein auf die europäische Zivilisation. Diese Rückkehr ist in gewisser Weise auch in all diesen Bewegungen, allen westlichen Ländern, das verbindet uns. Da kommt die europäische Zivilisation wieder zu sich selbst zurück und verlässt diesen linksgrünen Irrweg. Und das können wir von Amerika lernen. Wir haben nur einen kleinen Nachteil. Wir haben nun mal diese Vergangenheit in Deutschland, die hat USA so nicht, auch wie die Geschichtsschreibung das alles niedergelegt hat. Dass hier diese Linksgrünen allein mit dem Verweis, das ist Nazi, das ist NSDAP und so, da fährt dem deutschen Bürger erstmal ein Schreck in die Glieder, was bei anderen Ländern nicht so ist. Aber diese Nazi-Keule, diese auch verlogene Anwendung so einer Gleichstellung von uns mit irgendwelchen Nazis, keiner hasst die Nazis hier mehr als wir, die haben Deutschland ja zugrunde gerichtet, was wir lieben. Aber diese Nazi-Keule zieht in Deutschland mehr als anderswo oder hat bisher gezogen. Aber die anderen haben die so oft gezogen, dass sie jetzt auch schon verbraucht ist und lächerlich geworden ist, weitenteils. Und auch der Verfassungsschutz und diese ganzen mediokren Unterorganisationen kommen damit nicht mehr durch. Nun ist der Begriff Nazi oder rechtsextrem, ist ja in einer Form angewandt worden. Das wird ja damit relativiert. Befürchten Sie, der Begriff Nazi, wenn man die Nazi-Zeit verfolgt, und bin jetzt ein älterer Jahrgang wie Sie, aber wir haben das ja alles geschichtlich nun verfolgen können, diese Zeit von 33 bis 45. Aber befürchten Sie, dass durch diese Wortfindung natürlich auch vieles, ich möchte es in Anführungszeichen, verniedlicht wird? Denn wenn wir als heute als Nazi bezeichnet werden, das muss ich mir selber ins Geschäftshaus, im Privathaus wurde das hingeschrieben, zur Diskussion kommen diese Menschen nicht, aber dann wäre ja die Nazi-Zeit in der Relation gesehen eher harmlos gewesen, wenn man uns heute mit Nazis vergleicht. Absolut. Das wissen diese Linksgrünen, unser politischer Gegner, die wissen das ja auch. Aber die wissen sich nicht mehr anders zu helfen. Sie haben nur noch diese Nazi-Keule, weil alles andere ist ja abgewirtschaftet. Der alte Marxismus und Klassenkampf ist tot. Und auch die neue Identitätspolitik. Es gibt jetzt 32 Geschlechter und man muss jetzt irgendwie einen weißen Selbsthass haben. Und wir öffnen jetzt alle Grenzen und wir werden immer diverser, immer bunter und immer vielfältiger. Da geht es uns immer besser und wir fühlen uns immer wohler. Diesen Quatsch glaubt ja keiner mehr. Diese linke Programmatik konnte ja nie in dieser Mitte sich verankern. Und die Mitte rebelli die rebelliert jetzt dagegen. So hat diese Linke, diese alte Linke, nur noch diesen Faschismusvorwurf. Wir sind die Einzigen gegen Faschismus. Mehr haben die ja nicht mehr. Aber auch diese Keule, auch dieser Missbrauch, auch diese Verharmlosung, die Sie richtig sagen, verbraucht sich ja mit jedem Tag des Missbrauchs mehr. Nun muss man sagen, das Selbstbestimmungsgesetz mit 32 Geschlechtern, das verschiebt mein Weltbild in meinem Alter. Also da hab ich schon meine Mühe, damit umzugehen. Lassen Sie uns bitte, wir kommen dann zu Lösungen, die Menschen müssten Lösungen haben. Lassen Sie uns zu einer Ist-Analyse kommen. Wir haben bereits von der Gesellschaft gesprochen, was die Menschen nicht mehr wollen. Aber lassen Sie uns doch einmal bitte die deutsche Wirtschaft im Zuge des Globalen anschauen. Wir schauen Kleinbetriebe, Mittelstandsbetriebe und die Industrie an. Entgegen der Prognosen, dass man gesagt hat, wenn die AfD mitregiert oder an die Macht kommt, Siegfried Russwurm, BDI, dann geht es in Deutschland bergab, haben wir ja einen Abwärtstrend, der hat ja nun relativ wenig mit Ihnen zu tun. Wie ist denn die Ist-Analyse? Das ist genau richtig. CDU und gerade CDU und FDP haben natürlich viele Funktionsträger in der Industrie und gerade auch in den Verbänden, die jetzt auch parteipolitisch sich zum Teil missbrauchen lassen. Die Ist-Analyse ist so, dass wir seit Jahrzehnten einen Aderlass an Investitionsmitteln, an Haushaltsmitteln haben für vollkommen sinnlose oder extrem schädliche Projekte. Jahr für Jahr im Bundeshaushalt 25 Milliarden, jetzt 27 Milliarden für diese Migration, wo wir aus Orient und Afrika Leute zu uns holen, die kulturell
großenteils überhaupt nicht zu uns passen, großenteils Analphabeten sind, aus irgendeiner linksgrünen Heilsidee des Schutzes oder so, wo jeder aber weiß, das sind junge Männer, die wirtschaftliche Verbesserung wollen. Also diese Migration, die uns ja extrem belastet in Parallelgesellschaften, Kriminalität und diese ganzen Hintergrundmuster, das Individuum kann immer anders sein, manche integrieren sich gut, aber insgesamt ist diese Einwanderungsgeschichte eine Katastrophe seit 2015. Dafür zahlen wir auch noch. Bund und Länder jedes Jahr 50 Milliarden Euro, um das überhaupt zu ermöglichen. Jahr für Jahr. Rechne das mal über die Jahre. Und da kommen noch die Kommunen dazu. Die sind noch gar nicht drin, was die investieren müssen an Wohnungen, Schulen, Krankenhäusern, alles, was da neu dazukommt. Allein diese Gelder sind gespart worden an unseren Brücken, unseren Straßen, unseren Schulen, unserer Bundeswehr. Da ist das Mark rausgesaugt worden aus unserer Infrastruktur und unseren Institutionen, um das in solche blödsinnigen Projekte reinzugeben. Das zweite Hauptprojekt, die Klimarettung, wo sozusagen deutsche Grüne sektiererhaft diese internationalen Grünen noch übertreffen wollten und sagen, auf deutschem Boden machen wir jetzt eine besonders rigide Klimapolitik. Wir machen die Verbrennerquoten noch schlimmer. Wir erdrosseln das noch ärger. Wir machen die Stromaufpreise, die Energieverteuerung noch mehr, um der ganzen Welt zu zeigen, wie das geht. Und haben das auch noch verkauft. Das ist ja wirtschaftlich toll. Da kommen neue Investitionen, da sind wir weltführend, weil sie einfach nichts von Wirtschaft verstehen. Auch dieses Projekt kann man, je nachdem, wie man es, 50, 70, 80 Milliarden jedes Jahr in diesen Unsinn, wo wir ja nur 1,3 bis 1,8% von CO2 verbrauchen, selbst wenn man das zur Grundlage nimmt, können wir niemals auf deutschem Boden irgendeinen Minimalbeitrag zur CO2-Reduktion bringen, wo Indien und China jedes Jahr ein Vielfaches an CO2 ausstoßen, neu ausstoßen von dem, was wir bis jetzt ausstoßen. Also diese beiden Hauptprojekte, Migration und Klimaanlage, alleine seit Jahren und Jahrzehnten saugen den Deutschen das Mark aus der Infrastruktur, aus den Schulen, aus den Krankenhäusern. Da müsste das Geld rein. Das war ja früher da. Die haben das hier alles aufgebaut. Das fließt jetzt alles in solche unsinnigen Projekte seit Jahren und Jahrzehnten. Das ist das Problem Deutschlands. Und deswegen Und irgendwann auch die robuste deutsche Wirtschaft, die flieht. Jetzt ist ein Kipppunkt. der werte Zuschauer, wie es ausschaut mit dem Antisemitismus, dann schauen Sie bitte aktuell nach Amsterdam. Da sehen Sie es, wenn dort eine israelische Mannschaft spielt, was da für bürgerkriegsähnliche Zustände sich abspielen. Nun haben wir eines, und übrigens am deutschen Wesen soll die Welt genesen, das hat man schon mal, das ist schon mal gänzlich schiefgegangen. Herr Dr. Baumann, wir haben jetzt den Ist-Zustand gehört. Wir wissen, dass die Ärmel hochgekrempelt werden müssen. Es gab mal einen Mann, den ich sehr geschätzt habe, der hat gesagt, ihr müsst nicht fragen, was kann euer Land für euch tun, sondern ihr müsst fragen, was könnt ihr für euer Land tun? John F. Kennedy. Kennedy. Ich war in seiner Zeit in Berlin als 10-jähriger Junge erlebt, vor seiner Ermordung. Die Disziplin, die Leistungsbereitschaft ist uns hier aberzogen worden, vielen. Wir haben Bundesjugendspiele ohne Stoppuhr und ohne Maßband. Es ist opportun, wenn man hier sagt, also wir sind wahrscheinlich eine völkische Familie, die Kinder sind sportlich, doch Enkeltochter hat blonde Haare und ist sportlich und ist auch erzogen, dass im Haushalt mal mithilft und der Enkelsohn ist auch sehr sportlich. Also wir wissen ene mene mu, die Fibel vom Bundesfamilienministerium. Aber ist es nicht möglich, dass ich erstmal, was ist doch, wir können so viel Geld reinstecken, wie wir wollen, aber es ist doch erstmal notwendig, dass sich in den Köpfen etwas ändert. In den Köpfen, in der Mentalität, in den Werten. Das ist, man muss sich überlegen, ich habe ja heute diese Rede, Sie haben es ja gesagt, im Bundestag damit eröffnet. Wir Deutschen haben unter 1% der Weltbevölkerung, aber das drittgrößte Sozialprodukt hinter China und USA. Was für eine gigantische Leistung unserer Vorfahren, Väter und Mütter. Wie haben die das denn geschafft? Ich gehe nicht davon aus, dass die einfach jetzt sozusagen Klüger oder Intelligenz und so, das haben viele Leute. Einen Tag im Slum von Nairobi zu überleben als Mutter mit 4 Kindern, braucht man auch viel Intelligenz, vielleicht noch mehr als ein deutscher Facharbeiter, für den irgendwie alles geregelt ist. Also die Intelligenz, glaube ich nicht, dass das uns unterscheidet. Was uns unterschieden hat, ist die Fähigkeit, Teams zu bilden, zusammenzuarbeiten, also Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Disziplin, einander zuzuarbeiten. Jeder steckt sich, jedes Individuum war so erzogen, sicher sich in ein Korsett zu stecken, der Pflichterfüllung zu funktionieren gegenüber jedermann, egal in welches Team man kam.
in eine Lehrstelle, in die Schule, kommt der Lehrer nach Hause zu den Eltern, dein Sohn funktioniert nicht, um Gottes Willen, ich rede gleich mit ihm oder so. Die ganze Gesellschaft, Pflichterfüllung, das ist ein Korsett für den Einzelnen. Aber das haben die 68er missverstanden. Freiheit kommt nicht durch die Sprengung dieses Korsetts und jeder macht, was er will, sondern in diesem Korsett genieße ich ja die Pflichterfüllung von 80 Millionen anderen. Die Bahn fährt pünktlich, der Bus fährt pünktlich, der Flieger, das Amt funktioniert, die Politik funktioniert, das Militär funktioniert, die Straßen sind weltführend, die Brücken sind toll, die Wissenschaft ist toll. Das war die deutsche Stärke, die Zusammenarbeit, die Teamfähigkeit, die Organisationskraft. Wenn die Deutschen was organisiert haben in der ganzen Welt, dann funktioniert das. Wenn die Deutschen das machen, das funktioniert. Also die Organisationskraft von Millionen Menschen, die im Takt von Sekunden einander zuarbeiten, ohne sich persönlich zu kennen. Das heißt dann Mercedes oder BMW oder Bosch oder deutscher Mittelstand oder die nicht korrupte deutsche Verwaltung, diszipliniert, die funktioniert, preußisch, protestantisch, alles was unser ganzes traditionelles Werteerbe, das hat uns stark gemacht. Deswegen sind wir auf dem dritten Platz aller Sozialprodukte der Welt mit nicht mal 1% der Bevölkerung. Davon zehren wir noch. Und die 68 haben das völlig missverstanden. Die haben gedacht, wir legen dieses Korsett weg. Pflichterfüllung ist alles Unsinn. Sekundärtugenden, hat Lafontaine damals gesagt. Damit kann man ja ein KZ betreiben. Leider ist das so. Aber das ist mit allem, was in der Welt funktioniert, auch ein scharfer Stahl. Damit können Sie ein Messer oder ein Skalpell machen und Menschen retten. Sie können aber auch jemand ermorden. Die Fähigkeit an sich ist moralisch neutral. Und so ist auch diese Organisationsfähigkeit der Deutschen oder der Europäer insgesamt. Für sich genommen kann man das auch auf den Irrweg führen. Jetzt machen alle Krieg gegeneinander. Gibt es einen europäischen Bürgerkrieg? Alle bringen sich um. Das ist auch furchtbar, wo die Organisationskraft sozusagen problematisch und negativ wird. Aber daraus haben wir uns befreit. Diese Nationalismen haben wir überwunden. Europa muss jetzt zusammenarbeiten. Auch mit USA, die ganze westliche Zivilisation. Wir sind was anderes als Indien oder China. Und wir müssen zurück zu unseren alten Werten. Und mit den Zielgruppen, wie ich sie genannt habe, werden wir auch diese linksgrüne, sozusagen diesen Irrtum, diesen Irrweg der Geschichte von 1968, werden wir den durchbrechen und wir kommen wieder zu dem zurück, was wir wirklich sind, was wir immer waren. Und da kommt auch die Leistungskraft zurück und die Organisationskraft und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die Schulleistungsfähigkeit und die Universitäten funktionieren, unsere Brücken halten wieder und es funktioniert wieder alles wieder, was ja Jahrzehnte und Jahrhunderte funktioniert hatte. Muss der Souverän, muss der Arbeiter und Angestellte erkennen, dass die Verbände, die Funktionäre, die ja zum Teil entweder aus der Politik kommen oder in die Politik gehen, dass die eigentlich nicht die Interessenvertreter derer sind? Ich nenne nur mal IG Metall, ich nenne VW, dass man über Jahre hinweg Dinge hat sehen müssen. Wir sehen es am Bauverband, wir sehen es an Mittelstandsvereinigungen. Die haben eines sich zur Pflicht gemacht, gegen etwas zu sein. Aber die Mitglieder haben doch über Jahre nicht erkannt, dass sie sagen, Moment, sind es überhaupt unsere Interessenvertreter? Ich spreche auch von der IHK, die sich ständig andere Aufgaben zum Ziel gemacht hat. Ist das eine Fehleinschätzung? Nein, das ist ja genau richtig. Und ich versuche, in das einzuordnen, was wir vorhin besprochen haben. Auch die sind von dieser neuen Mentalität und dieser 68er-Mentalität untergraben. Die IG Metall, die deutsche Gewerkschaftsbewegung, das war mal ein Fund in Deutschland. Auf die konnte man sich verlassen. Das waren Arbeiter. Die alten Arbeiterführer, Georg Leber, Gewerkschaftsführer, wie sie waren, das waren knorrige Eichen. Die waren durchdiszipliniert. Die haben gesagt, nicht lange reden, anfassen, arbeiten. Die kamen aus diesem Milieu. Die hatten auch Respekt vor dem Arbeiter, vor dem einfachen Mann, dessen mentale Stärke zu Millionen ja auch die Stärke Deutschlands war. Die deutsche Arbeiterschaft durchdiszipliniert. Die sind alle auch 68erisiert worden. Die heute Gewerkschaften, die wollen Diversität, die wollen offene Grenzen, die wollen Masseneinwanderung, die wollen nicht mehr weiß sein, die wollen bunt sein und People of Color. Für die alten Gewerkschaftsführer, die alten SPD-Führer, die drehen sich im Grab um. Die haben nichts mehr miteinander zu tun. Und auch viele Verbandsführer kommen genau aus diesen Pseudo-Eliten, 68er-Mentalitäten, deren Epoche jetzt ans Ende kommt, die sie jetzt noch kritisieren. Aber wie Trump, der Fortschritt der AfD, Meloni, Le Pen, Wilders auch in Österreich zeigen, die Epoche kommt ans Ende und wir können wieder Hoffnung haben. Hoffnung haben, nun stehen ja Neuwahlen an und man sieht ja nun in den Veröffentlichungen, sei es bei Frau Maischberger oder sei es bei Frau Illner, dass dort Menschen sitzen, nur wenig Vertreter der AfD.
Man sieht einen Friedrich Merz als Heilsbringer. Man darf nicht vergessen, welche Vergangenheit er hat und in welcher Partei er ist und wer vorher die Verantwortung hatte mit Frau Merkel und Herrn Scholz. Aber ist es so, dass er wirklich der Heilsbringer ist? Denn alle Indikatoren, und wenn man nicht nur zwischen den Zeilen lesen kann, sondern wenn man das sieht, die Wortfindung, sei es auch ein Herr Söder, der jetzt schon sagt, eigentlich stört der Scholz bloß noch und sonst steht an der Zusammenarbeit nichts im Wege. Aber der Wähler, er muss doch erkennen, dass er sagt, viel Alternativen hat er ja nicht. Wähle ich die CDU, werde ich mit aller Wahrscheinlichkeit ein Bündnis mit der SPD sehen. Wenn es nicht reicht, wahrscheinlich mit den Grünen. Und was man heute im Bundestag gehört und gesehen hat von Herrn Merz zu Herrn Lindner, Herr Lindner sagt, er möchte wieder Finanzminister werden. Es ist schon erstaunlich, wenn Sie aus der Fliegerei kommen und sagen, jetzt habe ich mehrere Bruchlandungen hingelegt, aber jetzt will ich den A380 mal fliegen als Versuch. Aber der Wähler soll doch hier keiner Täuschung verfallen. Doch, der soll ja gerade eine Täuschung verfallen. Deswegen werden ja die CDU-Vertreter, die Frais, die Linnemanns, die Merz und die Spahns, abends in die Talkshows eingeladen, wo sie jetzt plötzlich unsere Forderungen, unsere Anträge als sie ihren eigenen verkaufen, die sie aber vorher, als wir sie gestellt haben und sie regiert haben, alle abgelehnt haben. Das heißt, die CDU ist heute auch völlig entkernt. Die sind auch von diesen 68er-isierungen sozusagen erfasst worden. Die CDU ist nur noch, und das ist das Einzige, was so in Teilen noch imponieren kann, eine reine Machtmaschine. Die koalieren mit allen, die suchen sich rechnerische Mehrheiten. Gestern waren sie gegen SED und gegen die Linke, heute koalieren sie mit BSW. Das ist eine reine Machtmaschine und der Merz, muss man sich vorstellen, mit der SPD will eine Koalition machen. Das ist seine Lieblingskoalition. Das ist die alte große Koalition von Frau Merkel. Die möchte er noch mal auflegen. Und drei Viertel, ich habe es durchgezählt, drei Viertel der heutigen CDU-Abgeordneten sind Merkel-Abgeordnete gewesen. Die haben gejubelt 2015 und haben kaum noch Luft gekriegt vor Willkommensschreie. Die haben die Merkel unterstützt. Die ganze linksgrüne Klimapolitik unterstützt. Die haben die CDU selber ausgehöhlt. Die CDU macht jetzt Frauenquoten ab 2025, feministisch-identitäre Frauenquoten. Also die CDU ist Teil dieses Mainstreams geworden in weiten Teilen. Da sind ganz wenige wirkliche Konservative noch, aber die können sich nicht durchsetzen. Deswegen ist es möglich, dass die CDU, die so tut, als würde sie unsere Anträge, unsere Forderungen vertreten, in der Migration beispielsweise, nur mit SPD und Grün koalieren will. Womit sie ganz klar sagen, wir werden das niemals durchsetzen, genauso wenig wie die Merkel das umgesetzt hat, die auch immer behauptet hat, sie würde jetzt abschieben und Multikulti sei gescheitert und dann hat sie die Grenzen aufgemacht. Also die CDU ist nur noch eine kalte, nackte Machtmaschine ohne Inhalte. Die wollen an die Ministerien, die wollen Staatssekretäre werden, Kanzler werden, Funktionäre werden, aber inhaltlich stehen die für nicht mehr viel. Mir ging es in meinem vorhergehenden Text darum, den Etikettenschwindel nicht zu erliegen. Das darum ging es. Nun sind die Herausforderungen sind ja immens. Sehen Sie Ihre Partei diesen Herausforderungen gewachsen? Sie sind immens. Und keiner soll sich aufgrund dessen, was in den letzten Jahrzehnten angerichtet wurde und davor, soll sich der Hoffnung hingeben, dass man sagt, das innerhalb von 2 Jahren nur alles zu bewältigen. Aber sehen Sie sich gerüstet? Ich denke, wir sind gerüstet, so gut wie man das nur sein kann. Wir haben ja Leute, die trotz dieser Diabolisierung in unseren Kreis getreten sind, gute Leute, die vorher richtige Berufe ausgeübt haben, die Chefs waren in Unternehmen, in Unternehmensberatungen, an Universitäten stark waren. Also wir haben unsere Abgeordneten im Bundestag beispielsweise, ich habe es jetzt noch nicht ausrechnen lassen, aber das sind die bestausgebildetsten mit jeweils der besten Vita im Vergleich zu allen anderen, die ja gleich irgendwie vom Hörsaal, wenn sie überhaupt ein Universitätsstudium abgeschlossen haben, irgendwie in den Plenarsaal kamen über irgendwelche vorherigen NGOs oder Abgeordnetenberatungen, was sie gemacht haben. Wir haben gute Leute. Wir könnten das Land übernehmen und voranbringen. Ja, liebe Zuschauer, ein Interview, das Ihnen Aufschluss geben soll. Es sind große Herausforderungen für uns alle, dieses Land. Und ich bin, das sage ich aus eigener Erfahrung, ich bin es meinen Eltern und Großeltern schuldig und mir auch, was wir hier getan haben für dieses Land. Wir haben hart gearbeitet. Wir haben Substanz geschaffen. Sie sollen sich der Tatsache bewusst sein, dass diese Substanz aufgebraucht wird. Und Sie sollten auch mal überlegen, wer zu dieser Situation beigetragen hat, dass Deutschland heute diese desaströsen Zustände hat. Wir bedanken uns bei Dr. Bernd Baumann, den ersten parlamentarischen Geschäftsführer der AfD.
Herzliche Grüße nach Berlin. Dankeschön. Bedanke mich. Und auch an Sie, liebe Zuschauer, wir bleiben am Ball.